Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Scott Wade Wilson. Und heute und in diesem Video erfährst du, was alles in meinen Kamerarucksack kommt für das riesengroße Abenteuer, für die mega große Thailand-Reise. Auch wenn du auf Reisen gehst und ultimative Videos machen möchtest, die was Qualität haben, wo andere staunen, dann sieh dir jetzt an, was ich mitnehme, denn du kannst das auch. Ist ein extrem interessantes Video. Ich wünsche dir so viel Spaß damit. Vieles habe ich nicht mal noch ausgepackt. Es wird eines der spannendsten Videos hier am Tutorial Mittwoch und los geht's nach dem Intro. Boom. Schön sind Videos, wo man neue Sachen auspacken kann. Zuerst einmal aber, damit du auch Bescheid weißt, das, was ich hier mache, das ist echt nicht vernünftig und ja, sehr risky, würde ich mal sagen, ein großes Risiko. Wenn du nicht weißt, was hier genau abgeht, warum ich einfach von einem Tag auf den anderen nach Thailand ohne Rückflug geflogen bin, denn wenn du dieses Video siehst, auch eigentlich bin ich jetzt, oder siehst du eigentlich die Vergangenheit, denn jetzt gerade, wenn dieses Video online kommt, bin ich schon in Thailand. Morgen geht der Flug, eigentlich unglaublich, extrem spontane Sache, lasse alles liegen und stehen, packe aber ein paar Sachen doch noch ein und hier sieh dir das Video an, wo ich alles erkläre, wo es eigentlich darum geht, kann man seinen Traum leben oder diese ganzen Sprichwörter und lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Ich probiere das im Real Life, im echten Leben aus, schaue, ob man damit davon kommt, denn ich bin absolut nicht in der Lage und Situation, dass ich das machen sollte. Auf keinen Fall, sieh dir das Video an, aber mach es in einem neuen Tab auf, damit du nicht aus diesem Video geworfen wirst. Das Ganze, was hier gerade auf diesem Kanal passiert, ist extrem spannend. Danke an alle, dass ihr die Reise mitmacht. Danke an dich, dass du meinen Kanal abonniert hast. Ich freue mich extrem. Und wir sind mittlerweile auf der Klappe stets, die kommt am Ende, über 100 gemeinsam hier mit der Scott Wade Wilson Force. Bin so dankbar für jeden Einzelnen, der mir zusieht. Und los geht's eigentlich. Ich möchte euch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich weiß auch nicht, wo was drinnen ist. Alles sehr durcheinander hier, aber die Pakete liegen schon mal bereit zum Auspacken. Da könnt ihr auch gleich einen Unboxing-Kanal öffnen und wir starten mal mit diesem Paket hier, wo ich kein Messer brauche. Ich wette, das reißt wieder ab. Das geht nicht in einem durch. Ja, Amazon, größte Firma der Welt. Soll jetzt keine Werbung sein, aber kann keine Pakete machen, die man leicht aufmachen kann. Ich werfe das jetzt einfach so cool weg, muss natürlich dann noch zusammenräumen, dass wenn ich ja die Wohnung verlasse, sie auch sauber ist. Okay, Müll kommt zuerst mal weg. Wow, und das erste Ding, was unbedingt notwendig ist, wenn du eine Drohne hast, denn, ich zeig's zuerst einmal in die Kamera, wenn man das sieht, ND-Filter für die Drohne. Ich habe bereits ND-Filter. Wenn du Drohnenmaterial von mir siehst, warum das so cool aussieht, zu 99% habe ich einen ND-Filter verwendet. Jetzt nicht die Zeit zu erklären, was ein ND-Filter ist. Generell nur, wenn es zu hell ist und möchte gewisse Kameraeinstellungen haben, damit alles cool aussieht, muss man Sonnenbrillen auf die Kamera setzen und das machen sogenannte ND-Filter. Dort, wo ich dann bin, jetzt gerade eigentlich, ist es so hell, die Sonne scheint und ich brauche einen starken ND-Filter. Ich habe nur einen 4, 8 und 16 ND-Filter, aber keinen 32 ND-Filter für super starkes Sonnenlicht. Man sollte eigentlich eh nur, wenn die Sonne aufgeht und untergeht, wenn das schönste Licht vorhanden ist, filmen. Aber manchmal geht es nicht anders. Ich möchte die schönen Locations auch tagsüber bei super strahlender Sonne filmen. Und ja, da komme ich nicht drum herum, einen starken ND-Filter mir zuzulegen. Und das auf alle Fälle, was mein Zubehör nun für die Drohne erweitert. Ein Must-Have für alle Drohnenbesitzer. Nächstes Paket. Öffnen wir zuerst die kleinen. Oh, ein Pack Batterien für so kleine Fernauslöser und Dinger, brauche ich immer solche Batterien, aber auch für meine Zuhause Fernbedienung, um ja die Lautstärke lauter und Blödsinn, ich schweife schon wieder ab, ja, für die normale Fernsehfernbedienung. So, was haben wir hier? Okay, das ist jetzt nicht wirklich etwas, was speziell für den Kamera-Dingsbums-Rucksack gedacht wäre, aber ja, auch das möchte ich ausprobieren dort. Das hier, Folie. Schnorchel. Action. Ich
Keine Sorge, was genau an elektronischem Kameraequipment in den Rucksack kommt, es kommt sofort. Aber es ist so spannend hier. Wow! Ich werde noch professioneller Schnorchler. Oh ja. Plastikfolie, nächstes Teil. Ich hoffe, das ist der richtige. Adapterstecker. Ich war noch nie in Thailand. Hoffe, der ist richtig. Muss ja dort 1000 Sachen immer wieder aufladen. Das alles eben, was ich dann einpacke. Oh! Ganz wichtig, wenn dort sehr viel Sand ist, was wahrscheinlich dort sein wird. Mhm. Reinigungsset. Wasserschutz für den Fotorucksack. Oder cooler Style abends auf Partys. Sehr wichtig für die Drohne, Ersatzpropeller. Denn es kann sehr schnell passieren, dass man mal gegen eine Pflanze fliegt, Blätter von Bäumen, sonstiges, dort vielleicht Palmen, und dann werden die kaputt. Ist schon mal passiert, wenn du dir dieses Video mit meinem Drohnenabsturz anschaust, mitten in der Nacht, das war auch ein Abenteuer. Wenn du es wieder schaust, in einem neuen Tab öffnen, hier passieren auf dem Kanal schon so viele Abenteuer. Und Wahnsinn. Cool, dass du dabei bist hier. Und nächstes. Gott, ich bin schon so nervös, morgen geht's los. Keine Ahnung, was mich erwartet. Wenn du das Video siehst, eben weiß ich schon mehr. Du noch nicht, leider, aber die Videos kommen. Okay. Wow! Diese Insta360-Cam, was man mit der machen kann. Mindblowing. 1000%. Das wirst du alles noch sehen auf dem Kanal. Da kommt etwas auf uns alle zu. Für die bösen Leute ein kleiner Schlagstock. Nein, das ist dieses Teil. Ein Selfie-Stick, der sich selbst unsichtbar macht in den Videos. Kommt noch alles hier, wie gesagt, coole Sache. Wow. Danke für deine Geduld. Okay. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Ich muss noch packen, muss noch alles fertig machen für morgen und vieles mehr. Jetzt geht es eigentlich fast durch bis morgen, so viel ist zu tun. Und weil ich natürlich dort auch unter Wasser sein werde, vermutlich, für diese Insta360-Cam, meine Finger dünner geworden, der Ring passt nicht mehr. Mehr Curls und Training für den Zeigefinger, damit der einen größeren Bizeps bekommt. Notwendig.
Ich habe keine so kleinen dünne Kinderfinger, dass ich das rausbekomme. Wie sieht das denn aus? So ein Teil für die Marskolonie, was man mitbraucht, irgendwie so Astronautenzeug. Ein Astronautenhelm. Ja, der Wasserschutz, um auch unter Wasser die 360 Cam einsetzen zu können. Das ist jedenfalls sehr wichtig. Leg dir das zu für die Badewanne, für den Swimmingpool oder für weiße Sandstrände mit türkisem Wasser und mehr oder weniger. Oh. Und Funkfernauslöser für die Kamera. Ich bin ja ganz alleine dort. Ich reise komplett alleine hin. Wirklich ein Abenteuer. Und dafür brauche ich einen Funkauslöser. Auch für Langzeitbelichtungsfotos. Aber auch, wenn ich mal ein Foto von mir selbst machen möchte. Wenn gerade kein Tourist oder eine Touristin in der Nähe ist, die ich dafür benötigen könnte. Und letztes Teil. Das für die Abende, wenn ich mit dem Kamera-Equipment nicht rumlaufe, höchstens vielleicht mit der kleinen 3D Instacam. Eine Tasche zum Umhängen, damit ich leicht reise und unterwegs bin. Und hier Geld, Minicam und sonstiges verstauen kann. Ja, das war eigentlich Teil 1 dieses Videos und jetzt geht es ja zum Eingemachten, die ganzen Kamera-Zubehör-Dinge, die auch noch mitkommen und extrem wichtig sind. Bleibt dran. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter. Dum, dum, dum. Willkommen zurück aus der Werbepause und hier habe ich jetzt alles schon ganz schön für dich aufbereitet, was ich denn mitnehme auf die große Reise bzw. was in meinen Fotorucksack kommt und auch reinpasst. Einiges davon hast du vorhin gerade gesehen. Ich starte mal von links nach rechts. Die wichtigste Sache für mich, nicht die allerwichtigste ist meine Hauptkamera, zu der komme ich natürlich noch, aber Drohnenfliegen liebe ich so extrem und die darf nicht fehlen. Mach dich immer schlau, ob du dort, wo du hinreist, auch Drohnenfliegen darfst, denn ich würde natürlich nie illegal Drohnenfliegen, nirgends und überhaupt nirgendwo, nein. Ja, die Mavic Pro Platinum, das ist noch die 1er Mavic und gar nicht die 2er und mit der kann man, finde ich, immer noch Wahnsinnsaufnahmen machen, wenn du meine Videos schaust und alle Drohnenaufnahmen, die ich hier veröffentliche auf meinem Kanal, wurden mit der 1er Mavic gemacht. Ja, mit dieser super geilen Drohne bin ich noch immer sehr zufrieden. Sollte die mal den Geist aufgeben, fortfliegen, nicht mehr zurückkommen, weil sie traurig ist und weg will und Neues sehen möchte, dann ja, habe ich auch kein Geld, um mir die 2er Mavic zu kaufen, leider. Okay, natürlich den Controller mit Schutz für die kleinen Joysticks. Hier, der schöne Controller. Dann, für meine Hauptkamera, das ist übrigens eben die Sony Alpha 7 III mit einem Objektiv, ich filme gerade mit der, was ist denn das nochmal schnell, 24 bis 105 GOSS. Ja, dieses Objektiv und diese Kamera verwende ich in allen meinen Videos, super Qualität, ich bin ausnahmslos extrem 1000 zufrieden und darauf kommt dann dieses Gerät, mit dem ich dann auch stabilisieren kann und Kameraführungen und schöne Aufnahmen bewerkstelligen kann. Da kommt dann die Hauptkamera drauf. Also auch das mit dabei bei mir. Man muss immer noch, ja. Yeah! Okay! So. Genau. Nein, so. Ja. So, hier kommt dann die Kamera drauf und dann in vielen Videos auch benutzt, die du hier siehst, wenn du stabiles Material siehst, das nicht wackelig ist, nicht wackelig ist, war wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher, dieses Gerät hier im Einsatz. Zion Crane
Auch unten alles Equipment. Ein paar neue Sachen, die ich ja vorhin ausgepackt habe, muss ich erst verlinken. Aber unten findest du im Video, wenn du diesen kleinen Pfeil anklickst, klappt das auf. Alle Links zu den Produkten, die ich verwende. Also kannst du dir auch gerne dann auschecken. Und da ist nochmal exakt 1:1 jedes Produkt unter dem Link zu finden. Okay, danach Mikrofonschutz. Das Mikrofon ist auch gerade hier. Das verwende ich. Ist das Rode, wie sagt man eigentlich, Rode oder Rode? Der Link ist unten. Und immer wenn ich draußen filme, wegen den Windgeräuschen, verwende ich eine Dead Cat. Das ist sowas Kuscheliges. Das kommt dann statt dem normalen Schaumstoff drauf. Und dann eliminierst du die Windgeräusche so gut wie ganz. Dead Cat. Tote Katze. Das ein geiles Teil für vorhin erwähnt. Den Zion Crane, denn dann schraube ich das unten auf, kann die Kamera zwischendurch abstellen, wenn ich was anderes erlegen muss. Sehr praktisches Teil. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Ist super. Mein wichtigstes Teil fürs Vloggen. Hier kommt meine Hauptkamera drauf und dann. Und da, ja, kann ich dann den Winkel verdrehen. Kann das Stativ auch abstellen. Kamera drauf, Fotos machen, als Stativ verwenden. Vieles einfach dorthin stellen, rumlaufen vor der Kamera. Dieses Teil verwende ich, ist nicht teuer und erfüllt den Zweck auch total. Für mich. Heutzutage werden viele Akkus nur mehr über USB-Steckdosen geladen. Deswegen habe ich hier eine Verteilersteckdose mit 3 USB-Ausgängen. Ich habe von diesen Dingen aber noch 2 im Fotorucksack drinnen. Dann auch extrem wichtig fürs Vloggen, variabler ND-Filter. Dunkel? Heller. Sieht man das? Ja. So, dunkel, heller. Den kann ich also verstellen, denn beim Vloggen möchte ich immer eine offene Blende haben, um gute Videoqualität zu bekommen. Und dann je nach Lichtverhältnissen kann ich hier dunkler und heller stellen. Auch für mich ein Must-Have, unbedingt. Und den ND1000-Filter, den du vielleicht von diesem Video kennst, für Langzeitbelichtungsfotos, wo die Fotos dann extrem gut ausschauen und das Wasser und die Wolken so schön weich werden. Sieh dir das Video einfach an, mach es in einem neuen Tab auf, eben damit du nicht aus diesem Video geworfen wirst. Und auch mit dabei in meinem Fotorucksack. Mobiltelefon. Samsung Galaxy S10 Plus verwende ich da. Ja. Dann für die Insta360 Cam, dieses Teil hier, vorhin schon gesehen, den Wasserschutz. Dazu natürlich den selbstauslöschenden Prügelstick. Nein, Selfie-Stick. Und dasselbe für mein Mobiltelefon, auch das kennst du vielleicht aus meinem Fitnessvideo, dem Cinematic Fitnessvideo hier. Wow, was man da eigentlich rausholen kann, stabilisiert nämlich dein Mobiltelefon extrem. Auch für das habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir das Video in einem neuen Tab später an. Auch mit dabei für alle Fälle, wenn ich mit dem Mobiltelefon ruhige, fließende Szenen haben möchte. Natürlich dann auch das Reinigungsset wegen dem ganzen Sand, Dreck, Schmutz ist immer wieder notwendig. Kamera pflegen, da habe ich auch noch ein paar Mikrofasertücher im Rucksack zur Pflege. Und wir kommen eigentlich, wollte ich sagen, zu einem Ende schön langsam. Hier noch die Verteilersteckdose. Ja, Mikrofon eben und Kamera und Objektiv kann ich nicht filmen, aber der Link ist unten. Ich blende hier ein Foto ein. Diese Kamera verwende ich für Fotos, fürs Vloggen, für B-Roll, für cinematische Aufnahmen, für alles. Ich habe nur diese Kamera dabei, abgesehen von dem Mobiltelefon und der Insta. Also eigentlich doch 3 Kameras. Ja, ich habe nicht nur die Kamera dabei, mit der ich gerade filme, sondern eigentlich noch 2 andere. Aber alles zu 90% wird mit der Hauptkamera Sony Alpha 7 III gefilmt. Ja, sowie das Stativ, das auch gerade in Verwendung ist. Aber das ist nur ein normales, sehr schweres Stativ, das es bei Wind nicht verwackelt. Ja, das war's eigentlich schon. Was ich mit diesem Equipment fabrizieren kann, siehst du ja hier auf meinem Kanal. Bleib auf alle Fälle dran. Ich danke euch so sehr und speziell dir fürs Abonnieren meines Kanals. Dankeschön. Du weißt ja, auf diesem Kanal wird nicht gebettelt um Abos. Das mache ich nicht. Das ist auf YouTube schon überstrapaziert. Dennoch, wenn du neu auf diesem
unserem Kanal bist und Teil des Scott Wade Wilson Force sein möchtest und mit auf die Reise gehen möchtest, was hier passiert, dann kannst du natürlich den Kanal gern abonnieren. Aber du musst nicht. Mach das, was dir Spaß macht, auch wenn du kommentieren möchtest unten, nur wenn du willst. Das muss natürlich auch nicht sein. Es ist dein Leben und es macht so viel Spaß mit euch. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, ihr auch, was dann bald kommt an Videos hier auf dem Kanal. Und danke fürs Einschalten. Es geht dann gleich morgen zum Flughafen und dann weg. Bin so gespannt. War noch nie so weit weg von zu Hause. Das wird cool. Und ihr wisst, was kommt, wenn ihr schon abonniert habt. Wenn nicht, das kommt immer am Ende. Ich hoffe, die stimmt, die Tutorial- oder Toriel-Anzahl. 11. Und Abonnenten, 100 erreicht. So cool. Ja. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten actionreichen, spaßigen Video. Und so weiter. Alles komplett. Yeah. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ciao.